so Verbundenheit mit der Gegend. Das ist für mich Heimat. Ich bin der Jäger hier. Ich heiße Larisch und gehe schon seit 56 Jahren zur Jagd. Meine Tante hat in Trendorf gewohnt, das ist dieser Ort hier drüben. Da bin ich immer mit dem Fahrrad hinten durch den Wald nach Trendorf zu meiner Tante gefahren. Ich bin nur durch Wald gefahren. Da standen die Hirsche dort, da standen dort die Rehe, das war Natur pur. Und jetzt Bagger, 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 das ist zum Heulen. Ziegeleiteich nennt er sich. Und da wurde Ton entnommen zum Brennen von Ziegeln. Der Ton wurde nach Weißwasser gebracht in die Ziegelei. Ja, und dann für die Bevölkerung zum Häusle bauen. Hier gibt es auch weiße Hirsche. Der Graf hier, der hatte alles eingezäumt, eingegattert. Und das waren Schleusen, wo die Bevölkerung die Wege benutzen durften, nach Weißwasser zu fahren, von Rose nach Weißwasser oder umgekehrt von Rhone. Und da musste ein Torwächter sein, das Torhaus. Also gab es. So, und ein Stückchen weiter dahinter, hinter diesen Dingen, da war noch ein Haus, da war der Förster. Das ist allerdings jetzt weggebrannt vor 15 Jahren so. Das war von Grafen Arnim. Dem hat alles gehört hier. Der ganze Wald, das Jagdschloss, Fichtenwälder. Tja, aber jetzt ist alles so ziemlich da nieder. Da gab es einen See, der hieß Jesu-Ritzensee. Da sind Pflanzen gewachsen, hier Sonnentau und Fleischfrösselpflanzen und was nicht alles. Zu dieser Zeit war das Naturschutzgebiet. Aber dann wurde das Naturschutzgebiet aufgehoben, als die Kohle dann kam. Da war ein Torfflöz gewesen, der war 5 Meter stark. Und der Torf wurde abgebaut. Vor 7, 8 Jahren noch. So hat man hier die Erde ausgebeutet. Und als Kinder sind wir noch immer auf diesen Teich dort mit dem Floß gefahren. Haben wir den Förster geärgert. Wir haben uns ein paar trockene Bäume noch, Säge hier und zusammengenagelt und mit dem Floß. Und der Förster, der konnte nie hinterher und hat geschimpft, dass wir auf dem Teich so rumgekocht sind. Das war echt die Natur hier. Als Kind, das war die waldreichste Gegend von ganz Deutschland. Hier um Norden rum. Da waren Kilometer bis Rietschen, bis. Ja, und jetzt? Ich kenne jeden Weg hier. Und hier vorne? Hier vorne, wenn Sie jetzt vorfahren, nach der Kurve so vielleicht 200, 300 Meter geht rechts in den Weg rein.
Das ist ein Eichendamm. Da unten liegt so eine Bachwiese. Das nennt sich die Katharinenteichwiese. Das war früher richtig genutztes Land. Da wurde um die Bäuerlein ihre Gras gemacht fürs Vieh. Dann hat es die Kolchose gehabt. Da gab es einen Graben, der ging bis Weißwasser rum und kam hinten in einen Braunsteich. Und das war der Rotwassergraben. Und das Wasser war rot von dem Torf. Von dort aus haben sie dann Moor geholt fürs Moorbad Muskau. Wenn sie vom Floß dann runter sind, wie so als Kinder, dann haben sie ein bisschen in Modder gesteckt. Schon gesagt, wir müssen uns langsam Kamele kaufen hier, weil das eine Wüste wird. Wenn Sie das mal erlebt hätten zu DDR-Zeiten, die haben ja schlecht rekultiviert. Und wenn dann so ein richtiger Wind kam, da war alles schwarz. Da haben sie am Nachmittag gedacht, das ist schon Abend. Da war das gestaubt. Jetzt wird ja wenigstens, was sie hinten kaputt machen, wird wieder aufgeforstet. Aber bevor das mal ein Wald wird, da bin ich schon lange unter der Erde. Ich finde, wir wollen doch Ökostrom erzeugen. Und dabei hauen wir einen Haufen Zeug in die Luft hier und machen unsere Zukunft kaputt. Früher war es ganz schlimm, da waren so eine Eimerkettenbagger. Ich bin schon hier ewig zur Jagd gegangen. Einmal hätte ich gedacht, dass jetzt müsste diese Karäte mal auseinanderfallen. Das ging immer so wiet, 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 wenn sie zu den Eimerketten und gequietscht und gequietscht. Also sie wollten horchen, ob irgendwas kommt, ja ein Schwein oder was. Haben sie nie gehört. Die alten Leute, die ganz alten Leute, so, die dort geboren sind in den Wirtschaften, jetzt so auf dem Dorf, für die fällt die Welt um. Da war so ein Ehepaar hinten in Mose, hier, wo es anfing, dort in Mose. Die sind hier rausgezogen. Die konnten machen, was sie wollten. Die haben den Strom abgedreht, das Wasser abgedreht. Die haben dort gewohnt, bis sie gestorben waren. Ja, da ist man so machtlos gegen diese verfluchte Industrie. Ach, wie ich das hasse. Und das ist kein Rechtsstaat, das ist ein Geldstaat. Und wer Geld hat, hat die Macht, ja. Und das ist unfair.